leider zu den Langzeitverletzten beim FC Bayern. Riss sich ja bei der WM im November das Kreuzband. OP erfolgreich verlaufen. Aber das wird noch länger dauern, ehe wir Lucky Hernandez wieder im Bayern-Trikot sehen. Wo ist Musiala? Eine andere Frage, wer sich möglicherweise später eingeschaltet hat. Am Tag nach einem Pflichtspiel ist es so, dass die Spieler, die von Anfang an gespielt haben und länger zum Einsatz gekommen sind, wie zum Beispiel Jamal Musiala, drinnen im Leistungszentrum bleiben, regenerieren und in Anführungsstrichen nur die Spieler, die nicht von Anfang an gespielt haben oder gar nicht gespielt haben, dann am Folgetag draußen trainieren. Deshalb Musiala hier nicht zu sehen, aber kein Grund zur Sorge. Battistel hatte gestern noch eine gute Kontergelegenheit nach der Vorlage von Gnabry. Aber sorgt immer für Wirbel. Der junge Franzose, man darf nicht vergessen, extrem jung. Und dafür schon sowas von gut. Gleiche Antwort wie bei Musiala bezieht sich auch auf João Cancelo, unseren portugiesischen Winterneuzugang, der ausgeliehen ist von Man City. Wo ist er? Auch er, wie die anderen Startelfspieler heute drin, im Leistungszentrum. Hat sich ja super eingefügt. Tolle Vorlage gegen Mainz, ebenso wie gestern gegen Wolfsburg. Und hier ein tolles Tor, starke Direktabnahme von Battistel. Choupo da, fragt Marc. Nee, Erik Maxim Choupo-Moting, der sich zuletzt ja leider mit einem Magen-Darm-Infekt rumgeplagt hatte. Gestern stand er nicht im Kader, heute auch hier im Training noch nicht dabei. Und auch die Frage nach Upamecano. Beim französischen Verteidiger gab es ja zuletzt Probleme an den Adduktoren und am Zeh. Deshalb auch er gestern nicht in Wolfsburg dabei und heute auch noch nicht im Training. Gut abgeschlossen von Youssouf Kabadai, der ja auch im Wintertrainingslager in Doha dabei war. Weil ich es vorhin schon angesprochen habe und weil es jetzt tatsächlich absehbar ist, das Hinspiel gegen Paris morgen in einer Woche. Ihr könnt mir gerne eure Tipps schreiben. Was glaubt ihr, wie es ausgeht? Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt. Während ihr die Tipps gleich schreiben könnt, fragt Marvin, wer ist da im Tor? Sven Ulreich und Jojo Schenk. So, erster Tipp, das wird ein knackiges 7:1, 3:2 für Bayern, 2:1. Onkel Rockt schreibt 3:1 Paris. Ich denke, Hinspiel 2:2 und Rückspiel 1:0. Weitere Meinung, das würde für ein Weiterkommen reichen, aber wäre natürlich eine enge Geschichte. So, jetzt gibt es die Strafliegestützen, ordentlich ausgeführt. Wer von euch Lust hat und den Platz, kann das gerne zu Hause oder wo auch immer ihr das verfolgt mitmachen. Möglicherweise, ich hoffe, ihr habt gerade Pause, verfolgt das auch der ein oder andere Schüler.
In Bayern sind ja noch keine Faschingsferien. Also wenn ihr irgendwo schaut auf dem Handy, wer es nicht hierher an die Siebener Straße geschafft hat. Liebe Schüler, ich hoffe, ihr habt gerade Pause und schaut das nicht unter der Schulbank. Ansonsten schön ausmachen. Sonst gibt es Stress mit dem Lehrer oder der Lehrerin. Hinspiel 0-1, Rückspiel 3-1. Auch das würde den Bayern zum Weiterkommen reichen. Ein User sagt, mache ich locker im Zug. Also ich glaube, das mitverfolgen. Schöne Grüße. Und schön zu hören, wenn man so eine Zugfahrt verkürzen kann. Elias sagt, als Student macht er die Liegestützen gerne mit. Ja, viel Spaß dabei. Sitz in der Küche, schön mit Kaffee. Ja, auch so kann man sich's gemütlich machen, genau richtig bei den zapfigen Temperaturen. Wie sagt man so schön, zu genau gezielt. Bei Kabadai jetzt gerade im Pfosten und raus. Oh je, jemand anderen grüßt aus dem Krankenstand. Grüße zurück und gute Besserung. Schaue aus der Arztpraxis. Okay. Auch so kann man die Wartezeit verkürzen. Auch hier gute Besserung, was immer ansteht. King 123 sagt, ich müsste eigentlich lernen für die Uni, aber schaue hier zu. Ja, vielleicht kannst du das als kreative Pause nehmen und danach umso motivierter ans Lernen rangehen. Grüße aus Bangladesch währenddessen. Grüße zurück. Liege mit Grippe im Bett, aber das hebt die Stimmung. Grüße aus Oldenburg. Gute Besserung und Grüße zurück nach Oldenburg. Und schön, wenn man vielleicht einen Ticken zur Besserung beitragen kann mit der Übertragung von so einem Training. Schaue in der Schule in der Pause. Ich hoffe, das stimmt so. Grüße zurück auf dem Pausenhof. Wo ist Jan? Hier eine Frage. Ich wiederhole mich da gerne, wenn jemand nicht von Anfang an mitgeschaut hat. Während hier Ibrahimovic.